Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist mal ausnahmsweise, ich weiß, ich habe es schon länger nicht mehr gehabt, aber diesmal ist mal wieder ein Simpsons-Titel drin und zwar für den Gameboy Simpsons Bart and the Beanstalk, was ich denke mal etwas so ein bisschen Märchen mit abbilden soll, also genau das, was ihr euch von Simpsons erwartet. Ja, das soll auch ziemlich mies sein. Dann dürfte ich eigentlich alle, ich glaube es gibt drei Game Boy Simpsons Spiele. Einmal Versus the Space Mutants, einmal das Escape from Camp Deadly, ich hab's schon fast wieder verdrängt, und halt das, und es soll wirklich alle Grütze sein. Ich habe jetzt gerade mal kurz bei Game FAQ geguckt, hat 1,75 glaube ich von 5 Sternen als durchschnittliche Bewertung. Ja, das lässt Schlimmes erahnen und aha, ganz ehrlich, die Musik tut mir jetzt schon in den Ohren weh. Was ich etwas komisch fand, ist, dass das Spiel von Software Creations entwickelt wurde anscheinend. Von denen ist man ja eigentlich her was Besseres gewöhnt. Aber, na gut, schauen wir mal rein. Keine lange Vorrede, starten wir mal das Spiel. So, once upon a time, there was a poor family with a son named Bart. Also, vor langer Zeit war eine arme Familie mit einem Sohn namens Bart. Sie waren so arm, dass sie alle, also dass er nur noch alte Donuts hatten und eine Kuh. Naja, immerhin hat man den Milch, ne? Was sind gut? Blablabla. Ja, bla bla. Also, sie wollen wahrscheinlich hier Donuts mit als witzig reinbringen, weil typisch Simpsons. Immerhin eine Sache, toll. Wenn sie, als sie dann keine Donuts mehr hatten, erzählt Homer, dass er zur Town gehen soll, also zum Dorf, und die Kuh verkaufen soll. Ich weiß, mein Englisch simultan übersetzen ist spitze. Spitze, kann keiner besser auf der ganzen Welt. Ne? Dass ihr Bescheid wisst. Auf seinem Weg rennt Bart in einen seltsam aussehenden Mann namens Monty the Miser. Miser, sagt mir das englische Vokabel nichts, ehrlich gesagt. Oh, das war's schon. Okay, wir können schießen. Wie man sieht, eine enorm große Reichweite. Ich befürchte Schlimmes. Okay, man kann springen. Es fühlt sich jetzt schon komisch an, muss ich sagen. Merkt ihr das? Also richtig flüssig und schnell läuft das Ganze nicht irgendwie. Also die Reichweite ist echt der Hammer. Alter, diese Musik. Wer hat das denn gegreenlightet? Was ist das hier? Falls sind die Gegner wesentlich schneller als man selbst. Obwohl, nicht. Gleich schnell. Boah. Wie viel Lebensenergie ziehen die denn einen ab? Okay, und man kann anscheinend nicht drauf springen. Dafür haben wir ja unsere durchschlagkräftige. Jetzt müsste hier wahrscheinlich hoch. Hallo? Ah. Das ist super, ne? Wenn man Elemente benutzen muss, die nicht klar erkennbar sind, was jetzt Hintergrund ist und was nicht. Ja, boah, ich schätze mal. Ja, genau, die Blätter, die genau so aussehen, aber ist herrlich, ne? Kann man intuitiv sofort sehen. Alter, diese Musik. Dadurch, dass sie so gar nicht gut. Das ist wahrscheinlich böse, oder? Ja. Kann ich hier hoch? Ja. Der Gameboy Soundchip. Der ist echt klasse. Das hat solche schönen Melodien wie bei Fortress of 4 oder sowas rausgeholt, ne? Aber. Was ist das hier, ey? Das ist doch einfach nur Grütze. Okay. Ja. Ich bin doch da mit voller Wucht drüber gesprungen. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr schwerfällig an, muss ich sagen. Das ist geil. Egal wie ich drücke. Ja, ich kann entweder nur schießen, wenn ich unten oder oben bin. Nicht in der Mitte. Ich nehme mal an, weil das dann irgendwie die Sprunganimation unterbrechen würde oder sowas, aber ja, hätte man ja auch besser programmieren können, ne? Na, los!
Kommt auch. Komm, 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 komm. Okay. Was ist das denn für ein Vieh? Sieht alles etwas dümmlich aus, oder? Ist das jetzt weg? Habe ich gar nicht gesehen, dass das jetzt irgendwie gestorben ist, ehrlich gesagt. Achso, die verschwinden einfach. Nur nicht meine Todesanimation. Ha, herrlich. Also irgendwie ist das Gameplay sehr langsam. Also Steuerung immerhin, die geht einigermaßen. Aber, naja, ihr seht es ja selber so von Optik her. Es wirkt halt alles etwas schwerfällig. Und warum diese Zwille irgendwie nur gefühlt 1,5 Meter schießt, keine Ahnung. Okay, das fällt bestimmt runter. Das sieht man ja auch. Man muss ja, weil man diese Gegner jetzt 3-mal treffen muss, mit dieser Kackreichweite, muss man sehr vorsichtig vorgehen und dadurch wird diese Langsamkeit, sage ich mal, noch weiter unterstrichen. Ich weiß nicht. Was ist eigentlich dieses Dynamit hier die ganze Zeit, was ich hier einsammeln muss? Oder einsammle? Keine Ahnung, ob ich das muss. Bin ich jetzt gerade gestorben, weil der Bildschirm zu langsam nach unten gescrollt ist, obwohl da ja eine Plattform war? Weil davon sind wir ja hochgesprungen. Was ist das für ein Mist? Ey. Also sie hätten auf jeden Fall die Zwille machen müssen, dass sie mehr Schaden macht. Das heißt, dass meine Gegner nicht irgendwie 2-3 Mal treffen muss. Oder halt, dass der Ding quasi der Stein oder was das sein soll. Soll das ein Stein sein? Ja, denke ich doch mal. Auf jeden Fall irgendwie weiter fliegt, ne? Dann wäre das Ganze etwas dynamischer. Oh, ey. Ja, da kam ich ja nicht weiter, ohne verletzt zu werden, aber ich muss da ja lang, ne? Kann ich die jetzt auch mit der Zwille beschießen? Nö. Voll geil. Hindernis, wo man nicht irgendwie machen kann, dass man verletzt wird. Herrlich. Super Spieldesign. Aber wie gesagt, von Software Creations war ich echt überrascht, als ich das gelesen habe. Weil von denen ist man wirklich Besseres gewohnt. Jetzt ist der da zu hoch gesprungen. Mann! Idiot! Hier kommen wir ja gar nicht weiter, ohne sich irgendwie zu verletzen. Ich meine, sind wir jetzt schneller unterwegs? Immerhin das. Nee, das. Ich kann jetzt aber auch. Doch, kann ich. Dachte, ich kann da jetzt ja auch nicht runterspringen. Weil nicht, dass ich jetzt wieder das. Oh, komm her. Und diese Musik, die macht mich aggressiv. Das ist voll geil, ne? Die sterben nicht, sondern die fliegen ihre Pattern ja eigentlich weiter, also ihr Muster. Nur, dass sie halt blinken und dann irgendwann verschwinden. Ja, voll geil. Also. Hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, der Klaus oder wie der Grafikdesigner hieß. Huh, wir wollen Feierabend machen. Kein Bock mehr auf die Todesanimation. Auf das Hintergrund, das ist sehr. Also das ist ja, soweit ich weiß, das dritte Simpsons-Spiel, was erschienen ist. Ich habe das Erscheinungsjahr jetzt leider nicht genau im Kopf. Ich glaube 94 war es. Da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Also da gab es Spiele wie, ich glaube Super Mario Land 2 gab es da auf jeden Fall schon und so weiter. Da wäre mehr gegangen. Da hätte man sich wirklich mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Okay, ein Versuch machen wir noch, aber man kann halt manchmal Schaden überhaupt, auch habe ich noch ein Leben, sehe ich gerade. Man kann Schaden halt nicht wirklich ausweichen. Manchmal. Und das ist das Problem. Und dadurch ist das Spiel halt schwer. Plus dieses
Von wegen, es scrollt nach unten und... Also nicht schnell genug nach unten und man stirbt dadurch. Was ich immer noch nicht verstehe. Wie soll ich denn hier durch? Ah, okay. Ja, du sollst doch nur die scheiß Lianen wechseln und nicht da hochspringen. Mein Gott, ey. In der Hinsicht ist die Klettermechanik zum Beispiel sehr fummelig von der Steuerung her. Also in anderen Spielen, da kann man ja... Hier. Wer springt denn halt hoch? Das ist das Problem. Aber er soll ja seitwärts springen. Es gibt so viele Spiele, wo das problemlos klappt. Alter, diese Musik! Die macht mich aggressiv. Es ist, glaube ich, so ein 10-Sekunden-Loop, oder? Also gefühlt zumindest. Das ist noch nicht mal ein guter. Oh Mann, ey. Und das Schlimme ist, das Modul, das ist echt nicht günstig. Das kostet, ich habe das mal, ich glaube, am Jahresanfang auf der Retro-Börse in Hannover gesehen. Das hat irgendwie 30, 35 Euro gekostet. War ich dann ehrlich gesagt nicht bereit auszugehen von einem Spiel, wo ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich Mist ist, weil Simpsons, ne? Also Simpsons auf den Game Boy, zumindest auf den Game Boy Classic. Ich glaube, es gibt ja Game Boy Advance Spiele auch mit den Simpsons. Ich glaube, da soll eins gar nicht so mistig sein. Ja, und auch dieser blöde Stein da, ey. So, sowas mag ich ja in Spielen. Wo man sich wirklich denn irgendwas nur halt merken muss, okay, das ist ein Hindernis. Beim nächsten Mal läufst du da nicht rein. Okay, ich bin jetzt dreimal reingelaufen, aber ganz einfach, weil mir das Spiel irgendwie zu blöd ist, dass ich mir solche Stellen merke, ehrlich gesagt. Aber sowas finde ich immer schlechtes Spieldesign. Gutes Spieldesign ist für mich, wenn man das Spiel gleich beim ersten Durchgang intuitiv für sich erschließen kann. Und nicht von solche Trial-and-Error-Passagen fand ich schon immer scheiße in irgendwelchen Spielen. Jetzt sind wir nicht gestorben. Hatte ich jetzt irgendwie Glück, dass der Bildschirm weit genug oben war, zufälligerweise, oder? Keine Ahnung. Obwohl ich glaube, wenn ich das gerade so gehört habe, ist doch, glaube ich, mehr als 10 Sekunden. Also 20 Sekunden will ich den Loop irgendwie gerne zusprechen. Halleluja. Sag bloß... Fast wieder gestorben. Wie weit ist das denn hier noch? Vielleicht schaffe ich das erste Level. Ich glaube, so weit war ich noch nicht, ne? Nicht, dass es jetzt Spaß machen würde, ich mich freuen würde, ne? Okay, jetzt bin ich tot wahrscheinlich. Ich dachte, da geht's weiter. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Also... Ein weiteres Simpsons-Spiel, was grandios gescheitert ist an einer lieblosen Versoftung. Auch da Finger weg. Aber ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Macht's gut. Tschüss.